Salle, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 17 Experimental hier. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Oben rechts sehen wir es, B233. Es gab schon wieder ein Update in der Experimental hier. Ganz schön schnell, finde ich jetzt. Erst wochenlang nichts und jetzt bam, 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 alle Tage hintereinander eins. Mal gucken, mal gucken. Wo sind wir hier? Ganz einfach, ich bin wie gesagt schon mal hier zum Punkt, den wir uns gemacht haben, gelaufen. Ne? Hab hier noch ein paar Häuschen gefunden, die werden wir heute einfach erkunden. Wir sind jetzt bei Tag 4, 16.15 Uhr, das wird lustig werden. Und irgendwie kommt es mir nur so vor, oder sind die Farben wirklich kräftiger? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher, aber wir werden das gemeinsam rausfinden. Wir müssen erstmal einen Chicken Speck mit Ei hier essen. Jeder hat natürlich wieder pünktlich zum Aufnahmestart. Schluck auf, super. Wer denkt da nur immer an mich? Wer denkt da immer an mich? Ich habe keine Ahnung. Das Öl? Obwohl, warte, wir nehmen das auch mal mit. Ich habe jetzt gesehen, es hat sich ein bisschen was geändert. Ich glaube, wir können das Fahrrad schon mal von Anfang an so bauen. Da kommt so ein fetter Papa Schlumpf kommt da. Aber ich meine, es hat sich an den... Ja, du mich auch. Aber hier ist so eine riesen Welle, ey. Ist nichts mit Surfen. Mann, Mann, Mann. Was wollte ich sagen? Genau, ich meine, es hat sich was geändert. Das ist gesperrt, okay. Vielleicht kloppt mir jetzt da drin wieder auf dem Auto rum. X geht. Hm? Ah. Haben wir eigentlich noch Schuss für die Pistole? 15, okay. Die haben wir noch dabei. Natürlich ist da wieder ein Auto drin, auf das die ganze Bude in die Luft fliegt hier. So, wer ist im Dach? Wow! Was macht denn der Wolf hier drin? Da sind da Wölfe drin. Wow. Wie kommt da bitte ein Wolf rein? Hund, okay, aber Wolf? Da hinten ist noch einer drin. Ganzes Wolfsrudel in der Garage. Wie zum Teufel? Was? Oh, ja, komm du auch an. Komm. Hier macht sie wieder. Nein, gibt nix. Sag jetzt nichts Unanständiges. Mir liegt wieder so auf der Zunge. So wie sie da liegt. Aber okay. What the heck, ey? So, noch ein Hund. Was machen denn bitte Wölfe hier drin? Ganzes Wolfsrudel, weißt du so? Ich werd nicht mehr. Glaube ich, geht's da hoch? Ja, da ist. Da geht's nach oben. Die von da oben, oder was? Naja, was soll's. Toll, jetzt haben wir kein Knochending hier. Dann zermatsch mal den. Da kriegen wir bestimmt einen Knochen raus irgendwo. Ja, schön, komm. Gib's mir hart auf den Hintern. Kriegen wir da irgendwo. Ah, ne. Hier droppen wir gar nichts mehr, ne? Vielleicht kommt da auch kein Knochen mehr raus. Sie oben drauf. Ist das Ding kaputt? Halt's Maul da oben. Du bist gleich auch dran. So. Mann, Mann, Mann. Unglaublich. Also sind hier oben auf dem Dach. Alles klar. Oben mal auf Seite. Ich will nur das Fleisch von deinen Kollegen haben. Du bist gleich dran. Ganz ruhig. Wie kommt bitte ein ganzes Wolfsrudel in eine Garage? Und wieder am Bluten, jawohl. Noch einer. Und wieder am Bluten. Was ist denn hier los? Wo kommen die alle her? So, wäre das jetzt schwerer als leicht gewesen, wären wir sowas von tot gewesen. Wie viel waren das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wölfe. Also normal ist das auch nicht, ne? Die Wolfsgarage. Geil. Einfach nur die Wolfsgarage. Hallo? Mal ordentlich hier. Oh, da kommt schon wieder ein Kollege irgendwo. Komm mal da so hoch. Ah. Guck mal hier. Siehst du, was meine ich? Die kommen da. Los, nehme ich mit hier. Hier hoch. Kommst du irgendwie nicht hoch? Aber hier ist ja irgendwie nichts Tolles drin, ne? Ne. Nicht wirklich. Wie kommen hier 6 Wölfe in die Garage? Das musst du mir mal erklären. Ja, ach, da krabbelt er rum. Okay.
Mein, es war gut EP und wir haben Fleisch bekommen, aber trotzdem. Das ist nur die blöde Türe hinten. Kannst mitnehmen, kannst mitnehmen. Mann, Mann, Mann. Tod erschrocken wieder hier. Keine 5 Minuten Ruhe. Sind da bestimmt wieder Bären drin, wetten wir. Der kloppt da hinten rum. Die Frage ist, wir sind jetzt ganz schön weit weg von zu Hause. Um 17 Uhr ist spät. Sollen wir es riskieren, nachts hier rumzulaufen? Nicht unbedingt, wenn wir halb tot sind, oder? Hey. Hast du mal die Griffel davon? Bist du bekloppt? Oh, voll in der Nüsse. Oh. Komm denn bitte hier, ey. Ziellos. Das wird sehr schnell gerendert. Egal. Sehr, sehr geil. Egal wie viele Patches jetzt noch kommen werden hier, ja, wir werden das Game weiterspielen, solange es nicht gecrashed ist und wir es nicht mehr spielen können. Und dann werden wir zur Stable nochmal neu anfangen. Und das wird dann auch bleiben. Da werde ich nicht nochmal neu anfangen. Weil da habe ich keine Lust drauf dran. War eigentlich Aloe-Saft noch oder so? 126 Fleisch, nice. Hallo, jemand zu Hause? Ich will eigentlich direkt hier das mitnehmen, ne? Oh, wir wollten ja... Ach, da ist er, okay. Bleib liegen, Hals, Maul. Steht immer noch auf hier. Geht's noch? Komm, wir gehen mal oben gucken. Wir können hochkommen. Da liegt eine fette... Fette Elke hier. Liegen bleiben. Oder? Schon wieder? Da ist schon wieder ein Wolf. Da oben liegt wer. Oh, mir reicht es jetzt. Ja. Weg mit dem Vieh. Sind wenigstens alle wach und kommen hoch. Wie viele Wölfe sollen denn noch hier rumkreuchen und fleuchen, weißt du? Unglaublich. Lass sie da kloppen. Wir holen uns mal hier unseren Stoff. Stoff, den wir brauchen. Juhu. Geben Sie mir einen Aspirin. Nix da. Runter. Geschlossene Gesellschaft. Das ist echt ein bisschen dunkler gemacht worden. Kann das sein? Da kommt sie. Genau. Runter mit dir. Ist so schön, wie die fliegen. Das ist so schön. Die steht schon wieder auf. Komm doch rein. Komm einfach rein. Luise, komm rein, ganz ruhig. Wir brauchen Wasser. Okay. Ich vergesse immer zu trinken, ne? Ich vergesse immer zu trinken. So, die ist drin, sonst wäre nicht Ruhe. Sehen unsere Klamotten aus. Furchtbar, zieh das mal an. Das können wir modifizieren, really. Was denn? Immer fragen auf. Juhu! Noch wer da? Wo ist die Alte? Das ist der Hund, der da liegt. Den haben wir ja eliminiert. Aber ich frage mich echt, wieso hier jetzt auf einmal überall Wölfe in den Häusern sind. Das ist bestimmt wieder irgendein Bug oder Fehler durch unser altes Safe-Game. Wir haben ja kein neues angefangen. Also, wissen wir, dass wir uns ein bisschen in Acht nehmen müssen. Komm her, hier, trink nochmal. Bitteschön. Bald fertig da oben. Zack, Laser. Ja, Munition ist gut. Kochtopf. Fährt da noch welche rum? Was ist das hier? Eine Kartoffel der Wahrheit. Da kommt keiner. Komm schon, Leute, wo klettert er rum? Ich glaube, die ist auf dem Dach. Kann das sein? Zwei Stück, ey. Zwei Saves. Da und da hinten. Aber die kriegen wir jetzt nicht mehr auf. Das ist das Problem. Müssen wir noch zurück.
Wow, eine Scheibe Glas. Wahnsinn. Wahnsinn. Machen wir wenigstens noch die Kisten auf. Bevor wir wieder umgehen. Nix. Scheiß Repariererei, ey. Da ist noch einer. Ups. So. Auch mal das Ding. Wollen wissen, was da drin ist. Leder, Leder. Wild der rum. So. Nehmen wir erstmal den Wolf mit hier. Der den Wolf häutet. Sehr schön. So. Oder die alte. Ja, wo du umkletterst, das ist eine Working Tools Kiste. Da ist noch eine. Ah, das kriegen wir noch hin. Wir nehmen die alle mit. Aufgeschissen. Mach ich eigentlich immer 2 statt 1. Keine Ahnung. Egal. Hier drin. Oh, was anderes außer leere Wassergläser finden. Was soll denn das? Na gut, dann nehmen wir halt auch mal eine leere Dose, ne? So zur Abwechslung. Das ist freigeschaltet, okay. Da könnten wir auch so hoch, wollen wir nicht. So. Benzinfass nehmen wir gerne. Ich glaube, ich darauf und da rum, ne? Kommen wir hier drin. Ha, guck mal, Bicycle Handlebars, sehr gut. Da wollten wir ja noch gucken. So, wer ist hier drin? Hallo? Niemand. Aber ich frag mich echt, wo die ganzen Hunde herkamen. Really? Eure können wir mitnehmen. Was denn? So, wir gehen. Da steht noch eine. Guck mal, die habe ich voll übersehen, weißt du? Total in der Mitte und übersehen. Einfach nur übersehen. Wir könnten uns jetzt noch da hochframen, aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. So, die können wir alle zerlegen. Dann kann ich das schon mal darüber. Jetzt gucken, wo wir hin müssen. Das ist nämlich eine ganz schöne Strecke. Um da hinzukommen. Auf dem Weg dahin. Könnten wir. Haben wir das durchsucht? Nein. Oh, da ist noch ein Buckelzombie. Was ist das denn da für ein Haus? Da ist der. Ruhe. So. Hier drin. Voll eine Gartenhake. Super. Super, aber da könnten wir uns eigentlich schon mal ein kleines Kartoffelfeld anlegen. Mein Freund. So, lass mal abhauen. Wo ist unser? Da hinten ist unser Bett. Wir müssen nach Hause. Ich will nachts nicht hier rumlaufen. Können wir unterwegs noch ein bisschen EP farmen. Mit meinem... Ach, Yucca-Seed, nee, danke. Mit den Bonbon-Dose mit meiner bewährten Technik. In die Luft schießen, alles anlocken, was in der Gegend ist. Und dann ummetzeln. Auf den niedrigen Schwierigkeitsstufen klappt das sehr gut. Wie ihr seht. Auf den höheren würde ich das nicht unbedingt ausprobieren. So. Aber gut, das ist ja jedem selbst überlassen. Ich habe ja schon erklärt, warum ich auf den höheren oder der höchsten nicht spielen werde. Weil es für mich solo einfach keinen Sinn macht. So schnell wie die Viecher respawnen und so lange wie man braucht, um einen wegzukloppen. Gerade am Anfang, wenn du noch nichts geskillt hast. Das ist ja mehr als übel. Ah. Ein See. Hier haben wir übrigens einen wunderschönen, riesengroßen See. Du kannst hier nicht atmen, dann steigt... Oh, jetzt erzähl mir nicht, wir kommen hier nicht mehr... Ah doch, ich wollte gerade sagen, wir gehen unter, weil wir zu schwer sind, oder was? Das wäre es jetzt gewesen. Guck mal. Ein einsamer Skaterboy auf der Insel. Ja. Ich würde sagen,
Wir gehen mal gerade nach Hause. Ich mach das mal schnell, ja? Also, wir sehen uns sofort wieder. So, welcome back im Vogelkäfig. Sehr schön, wir haben Tag 4, gleich dann Tag 5. Das heißt, wir müssen Holz hacken. Wir müssen Holz hacken. So, erstmal zerlegen wir hier alles. 3 Eier haben wir. Sehr schön. Haben wir auch noch 13. Alter, 148 Fleisch. Fleisch, wir haben Fleisch. Ziemlich verarschen. Wie können wir dann machen? Wir können Gemüseeintopf machen. Der braucht nur noch... Hä? Der braucht nur noch Eier und Wasser? Was ist das denn? Kann ich mir ja fast gar nicht vorstellen. Ein Gemüseeintopf braucht Eier. Okay, komm, dann machen wir mal einen. Das ist 100 pro, Buggy. 100 pro. Steak and Potato Meal. Beer of Supercorn. Okay, Wildbret. Wahrscheinlich ist das das neue Superfood hier. Bobo Stew. Nee, danke. Wildbret-Eintopf. Buggy. Es ist Buggy. Okay. Ja. Also, garantiert. Mais, Mehl und Flasche Wasser für den Wildbret-Eintopf. Da wurde was geändert. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir hier. Das ist normal. Das lassen wir, ja. Nehmen wir weiterhin Schinkenspeck mit Ei. Wir könnten uns das jetzt natürlich zunutze machen und nur noch Wildbret-Eintöpfe mit Eiern, Gemüseeintöpfe mit Eiern machen. Hier, ja, so. Nice, ne? Aber das lassen wir mal. Wir wollen ja nicht unverschämt sein. So. Falls man im Hintergrund etwas hört, Entschuldigung, es ist mal wieder der Hund. Aber er schläft gleich. Warum habe ich eigentlich Tierfette eingetan? Das war doch hier schon. So, wir brauchen unbedingt größere Kisten. Können da rein. Hier schmeißen wir jetzt wieder einfach alles rein. Weg, weg. Und das. Nee, der Glaskrug soll her. Wo ist er hin? Da. Können wir gleich nochmal voll machen. Jeder kann weg. Oh, Tierfett haben wir wieder. Kartoffel haben wir. Wollten ja. Ah ja, stimmt. Wir wollten ja ein Kartoffelfeld anlegen. Müssen wir gucken, wie können wir da was draus machen. Erstmal der ganze Käse hier weg. Und dann müssen wir gucken, wie wir. Ja genau, wie wir uns das Fahrrad jetzt machen, das würde ich gerne wissen. Müssen wir gucken. Wir haben wieder einen Punkt, das weiß ich. Wir müssen das irgendwo hier. Hammer and Forge, you can craft a forge and start building with forged iron. Wiesmonkey, you can craft bicycles. Den würde ich gerne kaufen. Dafür brauchen wir Intellekt 4. Wir haben ihn gerade mal auf 1. Also machen wir mal auf 2. Okay. Wir haben hier natürlich voll gepennt und nichts gemacht, aber gar nichts. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich erstmal die Punkte hier sammeln. Wir brauchen noch 2 für Intellekt. Den brauchst du auf 4. Das heißt, noch 2 Level für Intellekt und 2 für Greasemonkey und Hammer and Forge. Heißt 4 Level. Dann wären wir 22. Okay. Cool gemacht, Ede. Hast du gut gemacht. So, kriegen wir hier jetzt irgendwie benutzen? Was? 11, 0, nee. Können wir da kein Rezept, kein Dingens draus machen? Und noch eine Kartoffel, dann tun wir mal zurück. Und 2 Kartoffeln, sehr gut. Naja, eigentlich brauchen wir die ja jetzt gar nicht mehr, ne? Wir müssten Eier anpflanzen. Das wäre mal lustig, wenn man das könnte. Das wäre echt lustig. Okay, gib mir mal die beiden Gemüseeintöpfe. Und die hier. Kannst du mal ein bisschen Wasser machen. Sehr schön. So, jetzt lass mal gucken, was der bringt. Dann lade ich mich kaputt. Da lachen ja die Hühner. 71 hatten wir. Achtung. 20 Wasser, 15 Health, 31 Stamina. Also, hat der neue Patch auch was Gutes gebracht in unserem alten Safe-Game, ne? Das ist ja lustig. Bin mal gespannt, ob das morgen in der nächsten Folge wieder so ist. Das wäre natürlich toll. Das wäre echt toll. Gut. So, jetzt wollte ich gucken, was man für Gebäude, Rohstoffe, Munition, Waffen, Werkzeuge, Fallen, Nahrung, Kochen, Science. Sind das hier irgendwo?
Aber wir sehen das noch gar nicht, weil wir das halt nicht können, ne? Holzschreibtisch könnten wir bauen. Aber wofür? Das ist die Frage. Später erstmal. Taschenmotorrad. Oh, doch hier, Bicycle. Für ein Bicycle brauchst du ein Taschenmotorradfahrwerk. Ein Taschenmotorrad. Okay, ich würde sagen. Was ist das denn? Und für ein Taschenmotorrad brauchst du. Klebe. LOL. LOL. Pass auf, das versuchen wir jetzt. Also, lass mal gucken. Was brauchen wir? So. Nimm das jetzt nicht ernst, ja? Ich weiß, es ist eigentlich Cheaterei, aber egal. Also, wir brauchen zwei Leder, zwei Klebeband. Das will ich jetzt wissen, ob das geht. Wir haben Klebeband. Und wir haben. Da haben wir sogar noch einen Taschenmotorradlenker. Können wir eigentlich auch mitnehmen. Leder. Leder können wir hinten machen. Beim ganzen Ding jetzt hier, ne? Da können wir auch mitnehmen. So, was brauchen wir noch? Mechanical Parts. Ein und sechs kurzes Eisenrohr. Ich frage mich zwar, wir haben natürlich nur fünf, weißt du? Wir haben natürlich nur fünf. Mechanical Parts. Ja, haben wir Mechanical Parts irgendwo? Oh, da haben wir noch kurze Eisenrohre, sehr gut. Mechanical Parts, Mechanical Parts. Hier irgendwo? Weiß ich nicht, doch da. Mechanical Parts. Oh, komm, wir gehen nochmal gerade runter. Das will ich jetzt wissen. Können wir das Ding jetzt echt bauen? Fertigen. Nein, geht nicht. Ah, du musst das erst lernen, ne? Aber wir haben alles, was wir dafür brauchen, dabei. Da bin ich gespannt, ob das geht. Mal gucken. Mal gucken, ob das geht. Ich lache mich kaputt. Wirklich. Da muss ich mal sagen, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren. So, dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.